Es sieht so leicht aus und bedarf doch so viel Training. Synchronschwimmen ist absolute Präzisionsarbeit und erfordert von den Schwimmerinnen unterschiedlichste Qualifikationen. Zwei, die genau wissen, worauf es beim Synchronschwimmen ankommt, sind Francesca Isola und Lea Kittinger. Die 17-jährige Francesca kam vor einem Jahr aus Uruguay nach Deutschland und trainiert seitdem beim ersten Sodener Schwimmclub. Seit ihrem vierten Lebensjahr betreibt sie die Sportart. Freundin und Mannschaftskollegin Lea schwimmt seit mehreren Jahren in der deutschen Nationalmannschaft. Gemeinsam gewannen sie im vergangenen Sommer die deutsche Meisterschaft im Duett. Die Schwierigkeiten der Sportart kennen Lea und Francesca ganz genau. Das Schwierige an Synchronschwimmen ist die Kombination verschiedener Faktoren. Also für Synchronschwimmen braucht man zum Beispiel Beweglichkeit, auch viel Kraft, Ausdauer und man muss dabei die Luft anhalten können. Insbesondere das Luftanhalten ist für die Synchronschwimmerinnen eine große Herausforderung. Je nach Übung müssen sie bis zu 40 Sekunden unter Wasser bleiben. Dazu benötigen sie vor allem Ausdauer, die ganz spezifisch trainiert wird. Also das Training, warum wir so lange die Luft anhalten können, ist auf jeden Fall ein konditionelles Programm. Da wird unter Wasser Streckentauchen gemacht und andere Übungen, die auch bei dem Pflichttraining notwendig sind, um die Luft anhalten zu können. Neben dem Streckentauchen und dem Pflichttraining kann die Ausdauer auch durch das sogenannte Klopftraining gefördert werden. Dabei wird zunächst eine Kür- oder Pflichtübung ausgezählt, die die Schwimmerinnen dann auf einem vom Trainer vorgegebenen Takt durchführen. Präzision und Synchronität spielen hierbei eine wesentliche Rolle. Ein großer Teil der Vorbereitung im Synchronschwimmen findet allerdings auch an Land statt. In sogenannten Stehproben üben die Mädchen das, was sie später während des Kürtrainings im Wasser umsetzen. Gezählt wird dabei von 1 bis 8. Also vor dem Training machen wir immer so Stehprobe, um alle Zeilen zu lernen, Formationen und auch halt so gucken, ob alle Winkel so gleich sind. Und, ja. Also zum einen geht es darum, dass die Mädchen, bevor sie ins Wasser gehen, die Kür nochmal im Kopf durchgehen und die Zahlen sich genau einprägen können. Und deswegen machen sie das mit den Armen und mit den Beinen, damit nachher einfacher die Korrektur im Wasser stattfinden kann. Eine weitere Trainingsform an Land ist die Gymnastik. Dabei trainieren die Mädchen vor allem Kraft und Beweglichkeit. Zu Beginn jeder Gymnastikeinheit steht ein allgemeines Aufwärmen und Dehnen, bevor es in die spezifische Spagatvorbereitung geht. Das Beweglichkeitstraining an Land ist für Synchronschwimmerinnen sehr wichtig, um die Pflicht- und Kühlübungen im Wasser präzise ausführen zu können. Alle möglichen Übungen beginnen und enden im Hohlkreuz. Es werden ganz viele Positionen gebraucht, wo die Beweglichkeit gefragt ist. Spagat ist eine wichtige Sache und das muss man halt alles an Land trainieren, um das zu erreichen und im Wasser zeigen zu können. Synchronschwimmen ist eine sehr komplexe Sportart, die vor allem in den letzten Jahren enorm an Ansehen dazu gewonnen hat. Wurde sie früher oft noch milde belächelt, weiß man heute sehr genau, dass Synchronschwimmen mehr ist als nur Anmut, Perfektion und Beweglichkeit.